Roses, einer meiner persönlichen Lieblingshits von Guns N' Roses. Werden Sie jetzt noch einmal hören, und zwar in einer ganz anderen Version, und zwar von David Garrett, November Rain. Guns N' Roses. Hallo. Ich will nichts kaputt machen. Ich weiß, wie teuer die sind. Alles okay bei dir? Ja, super. Ja? Läuft gut. Ja, sehr schön. Ja, glaube ich dir. Du machst auch einen relativ entspannten Eindruck, wobei es ist auch gerade wieder mächtig viel los bei dir. Neues Album draußen. Neues Album, immer auf Achse, waren wir dieses Jahr natürlich weltweit unterwegs, auch mit dem neuen Album, und macht natürlich viel Spaß, in Südamerika unterwegs zu sein. Jetzt auch gerade in Tel Aviv gespielt und Russland natürlich. Da ist das ja, dadurch, dass du ein Weltstar bist, ist es nicht so wie bei uns, wenn man einfach mal nach New York fliegt, spricht dich kaum einer an. In Tel Aviv, wenn du auf die Straße gehst, ja, kennen sie dich genauso. Das ist dann tatsächlich so. Ja. Der Nachteil eines Weltstars. Ja. Ach, ich finde das immer, das ist ja der größte Luxus überhaupt, den man haben kann. Und vor allem mit Musik so viele Menschen zu erreichen, das hätte ich mir echt nicht erträumen können. Das ist eine ganz, ganz wahnsinnige Geschichte, die da passiert ist. Warum hast du dir gerade November Rain ausgesucht? Natürlich bin ich mit klassischer Musik aufgewachsen, aber ich bin im Herzen auch ein Rock'n'Roller. Das ist Musik, die ich privat super gerne höre. Und ich habe mir nach der
nach der Schulzeit, nach dem College echt gesagt haben, mein Klassik, das ist mein Zuhause. Aber ich möchte natürlich auch die Musik spielen, die ich auch privat höre. Und das ist halt nicht nur Klassik und das ist viel Rock. Und dementsprechend, ja, ich fühle mich da sehr wohl. Ich hoffe, man hört es. Ja, natürlich. Rock Revolution, aktuelles Album. Und was Sie da so erwartet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Schauen Sie das bitte an. David Garrett, ein Meister an der Geige. Er verbindet auf virtuose Art Rock und Pop mit Klassik. 2017 bringt er sein bereits 17. Album auf den Markt. Auf Rock Revolution interpretiert David Klassiker wie Bittersweet Symphony. Oder aber Phil Collins In the Air Tonight auf seine ganz eigene Art neu. David Garrett, der Teufelsgeiger, ist zurück. Ja. Du bist gerade auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen, auf der Queen Mary II. Ja, das allererste Mal. Ja, wie war das? Wackelig. Und das war das Entscheidende, nämlich das Ganze wurde um einen Tag nach hinten verschoben, weil die Queen aus Hamburg nicht anlaufen konnte. Die lag vor Helgoland irgendwie, da weil Orkan war. Richtig, warst du da schon an Bord, als der Orkan war, oder bist du in Hamburg dann dazu geschaut? Gott sei Dank nicht. Wir haben 3 Konzerte da gespielt, ja. Dann auch in 3 Tagen, weil wir einen Tag leider Gottes aber durch diesen Orkan halt nicht spielen konnten. Es war was ganz anderes. Also ich habe ja eigentlich immer so von die Bühnenerfahrung, ist ja auch schön, wenn man auf der Bühne steht, dass man beide Füße sehr ruhig auf dem Boden hat. Das gibt ja dann auch so diese Ruhe, dass man jetzt nicht irgendwie aufgeregt ist. Und wenn das natürlich dann so wackelt, ich kann mich ja nicht wie ein Sänger irgendwo festhalten, sondern ich habe ja die Geige da oben. Das ist aber ganz schön hinderlich, dann, oder? Beim Orkan Geige spielen zu müssen auf dem Schiff. Das stelle ich mir erschwert. Es stimmt, ich habe dann allerdings als ich aufs Boot gegangen bin, mit dem Kapitän gesprochen, habe gesagt, gibt's irgendwelche Tipps? Falls es halt mal wirklich wackeln sollte, dann sagt er, denk einfach an Ronaldo vorm Freistoß, ne, Beine breiten, dann hast du einen guten Stand. Okay. Du hast gesagt, irgendwie zu den Passagieren immer, alles gut, auch bei den Konzerten. Mhm. Ihr müsst, wenn ihr mich seht, nicht auf mich zustürmen, nehmt euch ruhig Zeit, ich nehme mir auch die Zeit. Ja. Und du hast wirklich 3 Stunden, ich weiß durch Zufall, weil meine Eltern auf dem Schiff waren, 3 Stunden da Autogramme gegeben. Ja, bis zum Letzten, das habe ich auch versprochen. Und das ist wirklich ein Riesenapplaus wert. Oh Gott, finde ich super, Sache. Wirklich super. Dass du die Zeit dann nimmst und dich da hinsetzt 3 Stunden, weil ich weiß, dass viele bestimmt auch sagen, boah, Schiff, wo kann ich mich verstecken, dass die mich nicht sehen? Nö, nee. Dich dahin, also wenn man dabei ist, dann ist das auch ein Stück weit Ehrensache, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt. Vor allem, wir hatten ja auch gleichzeitig die Gelegenheit genutzt, dass das war mein Vorschlag, wirklich da auch eine DVD aufzunehmen. Und weil das echt gerade mit ganz, ganz vielen Menschen, die seit vielen, vielen Jahren mir auch hinterherreisen, es war wirklich vielleicht das intimste Konzert so von der Bühne her, was ich seit vielen, vielen Jahren gespielt habe, und das wollte ich auf alle Fälle aufzeichnen. Ja, toll. Und es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht jeden Abend. Man konnte endlich wirklich jeden im Publikum erkennen und dieser Blickkontakt mit dem Publikum, das ist schon was Besonderes. Ja, cool. Ja. Und ich sage ja immer wieder, die richtig großen Stars, meine Damen und Herren, die haben nicht diese Berührungsängste und die sind eigentlich auch am Pflegeleisten. Kann ich immer nur sagen, macht riesen Spaß mit dir zu arbeiten. Du bleibst auch einen Augenblick hier. Wir gucken uns die nächsten Platzierungen an. 27 und 26. Bitte schön. So, Nickelback waren gerade dabei. Eigentlich auch was für dich, oder? Zum Covern? Ich habe es jetzt nicht gedreckt. Sing noch mal an. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass das gut passen würde bei dir auf alle Fälle. Wir haben übrigens, Sie kennen ja Chad Kroeger, da ist er, der Sänger von Nickelback. Und sein Bruder hat sich neulich geoutet. Da ist er. Das war fies. Nein! Exakt gleiche Frisur. Arme Bruder? Wie gemein bist du denn? Es geht um Äußerlichkeit. Und zum echten Rockstar gehört, dass man sich tätowiert. Du sagst, ich komme von der Klassik. Im Herzen bin ich ein Rocker.
habe ein ganzes Roses-T-Shirt an. Und man könnte ahnen, dass du ein Coldplay-Fan bist, weil ein neues Tattoo, Viva la Vida, hast du hier auf dem Unterarm drauf. Ich habe schon vorher gesagt, man darf überhaupt nichts mehr posten. Ja, hast du selbst gemacht, ja. Na, was bedeutet dir das? Warum hast du es gemacht? Naja, ich war ja in Hamburg und wir hatten halt diesen Tag Verspätung auf der Queen Mary 2 und es war ein bisschen Tradition, bevor der Seemann. Hast du in Hamburg gemacht? Ja, in Hamburg. Wo? In welcher Tattoo-Werkstatt? Ich habe eine gute Freundin, die heißt Liz und die hat mir das, die ist super schnell, das hat nicht mal eine Stunde gedauert. Also. Was? Ja? Ja? Sehr zu empfehlen. Ich will keine Werbung machen, aber die Kollegin ist gut. Also Liz aus Hamburg, Tätowierer, das ist sie hier, ne? Oder? Damit drauf? Ist die Tätowiererin? Ist das Liz hier? Ja, das ist Liz. Das ist Liz, ja. Gute Arbeit. Dankeschön. Wer ist noch tätowiert? Du bist auch tätowiert. Ne? Hast an mehreren Stellen, aber jeder Teammann. Was steht denn da? Zeig mal. Auswärtssieg, 18. Comedy Grand Prix gewonnen an dem Tag. Da hast du gesagt. War in Köln jetzt. Und ja. Sehr schön. Kalio aus Island. Hat doch relativ weit vorne. Mein lieber Frank, ich habe es gerade gesagt, Kaleo relativ frisch eigentlich und dann doch so weit vorne. Das heißt, sie müssen mega erfolgreich gewesen sein. Die waren dieses Jahr einige Wochen in den Top Ten und das direkt mit der ersten Nummer, das ist schon eine Leistung, ja? War ich auch. Dadurch, dass ja, andere brauchen irgendwie 30 Jahre, um die Punkte zusammenzukriegen, um sich hier zu platzieren und da reichen halt eben ein paar Monate. Ne? Der gute David Garrett sitzt neben uns und wir haben zwischendurch so ein bisschen geredet und hat er gesagt, oh ja, das war fast wie Urlaub für mich. Ich hatte mal 2 Tage frei. Ja. Und was machst du, wenn du 2 Tage frei hast? Ich mache Musik. Ich setze mich meistens Erholung ans, auch, ne? Ja, ich setze mich ans Klavier und schreibe. Also ich bin ja immer irgendwie dann doch am Brasseln und der Kopf kommt dann vielleicht einfach da auch am meisten zur Ruhe und hatte jetzt 2 Tage Zeit, habe 4 Stücke geschrieben in der Zeit und macht ja auch viel Spaß. Aber das ist tatsächlich auch Erholung für dich. Du kommst dann da für dich dann auch irgendwo zur Ruhe. Ne? Ja, dann kommt die Geige mal für eine halbe Stunde weg und ein bisschen Klavier gespielt und gucke ich, dass ich das dann ja auch mit meinen Arrangeuren natürlich, dann schicke ich hin und her, das ist die Idee und die Idee und das macht mir auch wirklich Spaß. Also das ist für mich Energie bekommen. Okay, gut. Ansonsten kann ich noch empfehlen, es gibt etwas ganz Neues. Heavy Metal Yoga. Gucken Sie sich das mal an. Zündspannung, Spannung vielleicht auch für David. Mal Stress haben, dann vielleicht Heavy Metal Yoga als Yoga als Entspannung. So, wenn Sie tatsächlich mal Lust haben, David Garrett live zu sehen, dann sollten Sie das machen. Holen Sie sich schnell die Tickets, ist schnell ausverkauft. Ansonsten auf alle Fälle zumindest die CD sollte man sich sichern. Mein Lieber, es war sehr schön, dass du da warst. Hat mich wie immer gefreut. Pass ein bisschen auf dich auf, mach nicht zu viel, zwischendurch auch mal die Geige weg, mal ein bisschen Ruhe. War schön, dass du da warst. Dankeschön. Dankeschön. So, wir machen, ich sage auch kurz Tschüss, wir machen direkt weiter mit der nächsten Platzierung.